Tada, Eindringlinge und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu No Man's Sky. Ich habe ja ein neues Spiel angefangen, ich fange also quasi wieder bei Null an und auf diesem Spielstand befinden wir uns jetzt gerade eben und ich habe die letzten Stunden hauptsächlich damit verbracht, ein bisschen Kohle zu scheffeln. Dazu eignen sich hervorragend vergrabene Knochen, Sturmkristalle. Wenn ihr findet, Planeten mit Wirbelwürfeln. Also da gibt es ja verschiedenste Methoden, wie ihr euch am Anfang des Spieles Geld zusammenraffen könnt. Ihr könnt natürlich auch den Markt crashen mit Kobalt oder mit Chlor. Das wäre aber ein Thema für ein anderes Video. Heute soll es darum gehen, wie wir das mickrige Inventar unseres Anzuges vergrößern können. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen angefangen. Die Hauptsektion ist schon etwas angewachsen, Fracht noch gar nicht und die Technologie hat auch ein oder zwei Slots bereits dazu bekommen. Und wie ihr das Ganze anstellt und wie das am schnellsten geht, das zeige ich euch in diesem Video. Also viel Spaß, legen wir los. Und die erste Variante, die ich euch zeigen möchte, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach von Raumstation zu Raumstation hüpfen. Das ist die Methode Nummer 1. Denn auf jeder Raumstation findet ihr diese kleinen Kabinen beim Anzug Upgrade Händler hier hinten. Die hier habe ich schon leer geräumt und da könnt ihr auf jeder Raumstation einen Slot für euren Anzug dazu kaufen. Das machen wir jetzt mal. Ich habe storytechnisch überhaupt noch nichts gemacht. Ich hatte die erste Kontaktaufnahme durch Artemis und durch Nada und bin somit auf der Anomalie gelandet. Viel mehr habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur darauf verschwendet, Kohle zu scheffeln, damit ich es dann im Verlauf des Spieles jetzt am Anfang ein bisschen einfacher habe und mir einige Sachen dann einfach kaufen kann, anstatt sie mühselig einsammeln zu müssen. Ihr seht hier in meinem Anzug habe ich ein paar Ressourcen bereits auf mehrere tausend, die ich mir einfach gekauft habe, weil ich es mir leisten konnte. Es lohnt sich also dann einfach mal einen Tag zu investieren und Sturmkristalle zu farmen und Knochen auszubuddeln, um erstmal so die ersten Millionen auf dem Konto zu haben. Das macht einem die Sache dann viel einfacher. Und ich habe natürlich, sobald ich die Baupläne hatte für Antimaterie und für Warpzellen, habe ich mir etliche Warpzellen schon mal auf Vorrat hergestellt. Und jetzt bin ich eigentlich nur damit beschäftigt, von Raumstation zu hüpfen. Damit schlage ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn nicht nur bekomme ich die Slots für meinen Anzug bei dem Händler mit den Anzug-Upgrades, sondern auf den Raumstationen hängen ja auch die Reisenden rum. Vielleicht findet ihr oder seht ihr jetzt im Video einige davon. Die grase ich natürlich auch direkt ab und komme so zu den Glyphen, die ich dann später für Portale benötige. Die gibt es natürlich auch in der Artemis-Quest, aber wenn ich jetzt schon von Raumstation zu Raumstation unterwegs bin, ein paar Nanit habe ich ja auch schon zusammen, das reicht also zumindest für einige Glyphen. Und das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Wir rufen die Galaxiekarte auf und ihr seht, ich habe hier auch schon einige Systeme besucht und jetzt klappere ich einfach ein System nach dem anderen ab. Ohne groß auszuwählen, welches das ist. Und sobald ich im neuen System angekommen bin, ist natürlich die Raumstation mein allererstes Ziel. Zuallererst, damit ich es nicht vergesse, schaue ich immer erstmal nach, ob sich hier ein Reisender auffällt. Und siehe da, hier haben wir schon einen. Das sind die Jungs, die aussehen wie Hologramme, so blau leuchtend. Ich habe ja über das Thema, wie man die Glyphen findet, schon ein Video gemacht. Ich verlinke euch das nochmal hier oben rechts. Und ich spreche den an. Was?
Die Lebensform will mir die Hand geben, hält aber inne, als wir durcheinander durchgreifen. Sie ist von der Begegnung fasziniert und behauptet, ein Reisender zu sein. Es ist offensichtlich, dass sie aus einer ganz anderen Region des Weltraums kommt. Sie hat noch nie von den Gek, Vaikin, Korvax oder anderen Dingen gehört, die mir begegnet sind. Sie ist an einer Zusammenarbeit interessiert und will mehr wissen. Jetzt haben wir die erste Option im Dialog. Ich erzähle ihm einfach mal alles, was ich so erlebt habe. Er stellt mir immer weitere Fragen und überreicht mir zum Schluss ein Geschenk und dankt mir für das Wenige, was ich ihm sagen konnte. Ein Vaikin-Dolch, das ist prima, die sind gar nicht so häufig und meistens eine elende Sucherei. Jetzt sprechen wir ihn aber nochmal an. Und jetzt fragen wir ihn, woher er kommt. Das kostet 100 Nanit. Und er bietet mir eine Wegbeschreibung zu einem interessanten Ort an, nämlich zu seinem Grab, wo wir dann eine weitere Glyphe extrahieren können. Das mache ich aber, nachdem ich mir mein Anzugteil noch geholt habe, meinen Slot für den Anzug. Und wir sehen, hier hinten ist wieder das Anzug-Upgrade, diesmal noch vorhanden, weil ich es ja noch nicht geholt habe. Ihr könnt jedes Upgrade nur einmal holen. Das heißt, deswegen eben von Raumstation zu Raumstation hüpfen, weil es pro Station eben nur ein Upgrade gibt. Wir interagieren mal damit und jetzt sehen wir den Vorschlag, wo er das Upgrade hinpacken soll. Und ihr seht, die sind nicht billig. Das fängt mit 5000 Units an und jeder weitere Slot wird dann immer teurer. Hier kostet er jetzt schon 40.000 Units. In der Technologie habe ich erst 3, glaube ich, eingebaut. Somit kriegen wir den für 30.000 Units. Und hier hinten in der Fracht, da sind die richtig teuer. Ihr seht hier 500.000 Units. Dafür würde ich euch die Variante 2 empfehlen, die ich euch jetzt gleich noch im Video zeigen werde. Aber für die günstigen Plätze in Technologie und in der Hauptsektion, da kann man diese Upgrades wunderbar kaufen. Die sind noch bezahlbar. Und ich packe das jetzt mal in meine Hauptsektion, weil ich ein bisschen mehr Lagerplatz brauche. Technologie habe ich ja noch gar nichts groß eingebaut in meinen Anzug. Das mache ich später. Also konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Hauptsektion. Ich zahle 40.000 Units. Und jetzt haben wir im Anzug diesen einen Slot dazu bekommen. Und der nächste wird wahrscheinlich 50.000 kosten. Und so geht es jetzt weiter und ich hüpfe von Raumstation zu Raumstation. Ich zeige euch zum Ende des Videos, wie weit ich gekommen bin. Und zeige euch jetzt aber erstmal noch die Variante Nummer 2, wie ihr weitere Slots für euren Anzug bekommen könnt. Und deswegen verabschiede ich mich kurz von hier und wir sehen uns nachher wieder. Kleiner Zwischenstand, alle Sterne, die hier mit einem Kreis versehen sind, habe ich bereits angeflogen. Ihr seht, das ist also einiges an Arbeit. Ich habe mich gar nicht groß aufgehalten mit irgendwelchen Planeten erkunden und erforschen, sondern das einzige Ziel war eben, von Raumstation zu hüpfen und das habe ich bisher gemacht. Jetzt will ich euch mal kurz zeigen, wie weit ich gekommen bin. Ihr seht, ich habe die Hauptsektion meines Anzuges jetzt so gut wie fertiggestellt und das letzte Stückchen oder der letzte Slot, der kostet jetzt schon stolze 230.000 Units. Das geht also mächtig ins Geld. In der Technologie-Sektion habe ich noch nicht groß weitergemacht. Da geht es dann mit 30.000 Units weiter. Ich mache jetzt erstmal die Hauptsektion fertig. Und dann seht ihr jetzt auch, warum eine gute Vorbereitung eben so wichtig ist hier im Spiel.
Verbringt einfach mal 2, 3 Spieltage auf einem knochenreichen Planeten und buddelt, was das Zeug hält. Wenn ihr euch ein gesundes Polster im Portemonnaie anschafft, dann ist alles Weitere eigentlich relativ simpel zu bewerkstelligen. Das ist ein bisschen Grind am Anfang. Wer da drauf nicht steht, der muss sich eben an die Variante Nummer 2 halten, die ich euch gleich vorstelle. Ich wollte euch noch kurz im Katalog zeigen, wie weit ich mit den Glyphen gekommen bin. Ihr seht, ich habe 2, 4, 6 Reisende bisher getroffen auf den Raumstationen. Also auch das ist eine langwierige Geschichte, außer man folgt eben der Artemis-Quest-Reihe, die einem alle Glyphen verpasst. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt schon von Raumstation zu Raumstation unterwegs bin, dann nutze ich eben die Gelegenheit. Und wenn es nur 8 oder 10 Glyphen sind, die ich dann schon mal vorab habe, dann ist das ja auch schon was. Und jetzt zeige ich euch Variante Nummer 2. Für die zweite Variante brauchen wir Navigationsdaten. Und die Navigationsdaten, die findet ihr ja zum Beispiel auf Planeten, wenn ihr dort bestimmte Orte ausfindig macht und entdeckt, die diesen Speichermasten haben, an dem ihr speichern könnt. Und jedes Mal, wenn ihr dort speichert, bekommt ihr Navigationsdaten. Ihr könnt natürlich auch Navigationsdatenspeicher auf Planeten finden, die da einfach in der Pampa rumstehen. Und ihr findet auch auf Raumstationen, hier habe ich jetzt gerade keine, oftmals gelbe Würfel rumliegen, die euch entweder Nanit oder eben auch Navigationsdaten geben. Und diese Navigationsdaten, die braucht ihr hier beim Kartenhändler, beim Kartografen. Wenn ihr mit dem interagiert, dann könnt ihr Karten austauschen gegen die besagten Navigationsdaten oder ihr könnt auch einfach Karten kaufen. Jede Karte kostet dann 15 Nanit. Ich habe schon Navigationsdaten gefunden, deswegen entscheide ich mich für Karten austauschen. Und ich wähle jetzt die Planetenkarte mit dem roten Siedlungs- oder Häuschensymbol. Davon nehme ich mir mal 5 Stück mit. Wenn ich den Platz im Inventar hätte. Jetzt habe ich schon so viele Inventarplätze gebaut und habe immer noch keinen Platz. Also gut, da muss ich mal eben kurz Platz schaffen. Wir sehen uns gleich wieder. So, neuer Versuch. Ich habe ein bisschen Platz geschaffen. Dann krallen wir uns mal die Karten. Wir wollen Karten austauschen und wir nehmen die Planetenkarte mit dem Häuschensymbol. Ich nehme hier 5 Stück mit. Da haben wir sie jetzt im Gepäck und das hier sind die Navigationsdaten, von denen ich gerade gesprochen habe, die ihr benötigt, um eben diese Planetenkarten zu kaufen. 5 Stück haben wir jetzt im Gepäck. Und die können wir jetzt mit der Kreistaste aktivieren. Wir nehmen die erste, wir haben einen Handelsposten entdeckt. Wir nehmen die zweite. Wir haben eine kleinere Siedlung entdeckt und genau das wollte ich haben. Wir brauchen nämlich für den nächsten Schritt eine kleine Siedlung und wir flitzen mal hin und gucken mal, was es da Schickes gibt. Da hatte ich eben einen leichten Tonausfall hier im Spiel. Plötzlich war das Raumschiffgeräusch weg. Habt ihr vielleicht sogar im Zeitraffer gehört, dass sich das geändert hat. Aber ist egal, jetzt ist ja alles wieder da. Und wir haben die kleine Siedlung erreicht. Und wir schauen mal rein, was es da so abzustauben gibt. In jeder kleinen Siedlung... Ich nehme mir erstmal die Nanit mit und ich nehme mir das Guthaben mit. In jeder kleinen Siedlung sitzt so ein kleiner Händler in seinem kleinen Kiosk und der verkauft uns verschiedenste Dinge, nämlich Baupläne und Komponenten. Wir schauen mal bei Komponenten vorbei. So wichtige Sachen wie hermetisches Siegel, Aminokammer, Solarspiegel etc. 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 und Absprungkapsel-Koordinatendaten und die wollen wir haben. Hier leider nur eins, manchmal verkauft er 2,
ganz selten drei, meistens nur zwei. Hier bekommen wir jetzt nur eine und ihr seht, die ist nicht billig mit 100.000 Units. Also auch hier ein Grund, vorher einfach mal ein paar Spieltage sich aufs Geldverdienen zu konzentrieren. Es mag sich vielleicht so anhören, als ob ich das alles nur mit Knochen gemacht hätte. Ich habe natürlich auch noch verschiedene andere Methoden angewandt, um Geld zu verdienen. Die Knochen bringen richtig viel Kohle, aber da gibt es noch andere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für ein anderes Video. Und ich nehme jetzt auf jeden Fall mal die Koordinaten mit. Geh raus ins Schiff. Generiere einen automatischen Speicherstand und den lade ich jetzt einfach neu. Da sind wir wieder und wir gehen nochmal rein. Und siehe da, er hat wieder einmal Absprungkapselkoordinaten für mich. Und das wiederhole ich jetzt einige Male, bis ich einen ganzen Schwung Koordinaten habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Puh, das war jetzt dann doch ein bisschen öde. 45 Mal Neuladen später sind wir jetzt hier angekommen. Wie wir sehen, habe ich jetzt 45 Absprungkapselkoordinatendaten hier in meinem Rucksack. Was wir als nächstes brauchen, das wäre der Signalbooster. Der ist jetzt extrem wichtig, denn der hilft uns, das zu finden, was wir finden wollen. Ich stelle den mal hier her. Und wenn ich jetzt mit dem Signalbooster interagiere, dann kann ich eine Navigationsausgabe Aufgabe auswählen. Das wäre entweder nahe Strukturenorten. Das kann unser Schiffsscanner aber genauso gut. Aber viel wichtiger hier, Entschlüsseln von Absprungkapsel-Koordinatendaten. Jeweils eine davon. Wir fangen mal mit der ersten an. Und siehe da, wir haben eine Absprungkapsel entdeckt und jetzt ganz wichtig, vergesst nicht, euren Signalbooster wieder aufzunehmen. Jetzt haben wir ihn irgendwo im Gepäck, da ist er, der Signalbooster. Dann spart ihr euch die Ressourcen, wenn ihr ihn das nächste Mal aufstellen wollt. Und wir gehen jetzt mal gucken, was wir bei der Absprungkapsel finden. Oh, die ist schon ganz in der Nähe hier, das ist ja prima. Und wir nutzen natürlich direkt diesen Speichermast. Das gibt uns nämlich nochmal Navigationsdaten dazu und hier haben wir die Absprungkapsel und das ist die Variante 2, wie ihr euer Inventar in eurem Exosuit entsprechend vergrößern könnt. Allerdings ist da einiges kaputt, das muss erstmal repariert werden. Wir brauchen Natriumnitrat, Sauerstoff, ionisiertes Kobalt und Antimaterie. Das habe ich alles vorher schon besorgt. Ich bin ja von Raumstation zu Raumstation gehüpft, habe vorher ordentlich Kohle gesammelt und habe mir auf den Raumstationen dann entsprechend schon Ressourcen gekauft. Mein ganzer Rucksack ist soweit jetzt eigentlich schon mal gefüllt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mehr Speicherplatz bekommen. Also reparieren wir das Ganze. Und wenn wir es repariert haben, dann haben wir die Möglichkeit eben noch
Inventarslots hinzuzufügen. Wir haben vorhin gesehen auf der Raumstation, dass speziell in der Frachtabteilung, dass die Slots richtig, richtig teuer werden. Deswegen habe ich mit dem angesparten Geld nur Technologie und Hauptsektion ausgebaut. Und für die Frachtsektion, da wähle ich jetzt eben die Absprungkapselkoordinaten. Und ich verbessere meinen Anzug um einen Slot. Wir bauen nochmal unseren Signalbooster auf. Wir schauen mal, was passiert, wenn wir jetzt noch ein zweites Mal versuchen, Absprungkapselkoordinatendaten zu entschlüsseln. Es kann auch passieren, dass uns jetzt genau die Absprungkapsel angezeigt wird, die wir gerade schon leer gemacht haben. Das ist natürlich auch ganz toll. Dann sind nämlich auch 100.000 Units im Eimer. Aber fürs Video zeige ich es euch jetzt einfach mal. Wir probieren es mal aus. Und tatsächlich haben wir, oh Wunder, eine weitere Absprungkapsel in 11 Stunden Entfernung entdeckt. Dann nehmen wir unser Schiffchen und ballern da mal direkt hin. Und da sind wir an der zweiten Kapsel angekommen und jetzt wiederholt sich das ganze Spielchen nochmal. Wir müssen wieder reparieren, wieder Natriumnitrat, Sauerstoff, ionisiertes Kobalt und Antimaterie. Und wir bekommen einen weiteren Frachtslot oder Lagerplatzslot im Exo-Anzug. Und jetzt schauen wir mal, was beim dritten Mal passiert. Also dritter Versuch. Und es scheint, wir haben tatsächlich Glück. Ich reiz das jetzt echt mal aus. Das will ich jetzt wissen. Absprungkapsel Nummer 3. So, ich mache das jetzt so weiter. Ich schaue mal, wie weit ich komme. Spätestens, wenn die erste Koordinate kein Ergebnis mehr bringt, dann wechsle ich definitiv das System. Und jetzt haben wir wieder einen Vorteil, dass wir zuerst die ganze Raumstation-Hüpferei gemacht haben. Ich habe nämlich jetzt auf der Raumstation meine Teleporterliste voll mit Raumstationen und kann ganz bequem von einem System ins andere teleportieren und kann dort direkt mit meiner Suche weitermachen. Und das werde ich jetzt auch tun. Allerdings reize ich es jetzt mal aus. Ich will es jetzt wirklich wissen, wie viele Absprungkapseln ich tatsächlich bekommen kann, wenn ich hier im selben System bleibe. Ich teste das jetzt aus und dann sehen wir uns bald wieder. Es ist vollbracht. Ich habe meinen Anzug komplett ausgebaut. Wenn wir mal reinschauen, Exo-Anzug, die Hauptsektion ist komplett, die Technologiesektion ist komplett und die Frachtsektion ist komplett. Und ich kann euch schon mal Entwarnung geben. Ich konnte auf dem ersten Planeten tatsächlich 30 Koordinaten anfliegen. Erst die 31. brachte mich zu einer Absprungkapsel, die ich bereits leer gemacht hatte. Ich habe dann kurz das System gewechselt, bin ins Nachbarsystem geworbt und konnte dort den kompletten Rest einsammeln. Da hat Hello Games also nachgebessert, das finde ich super. Damit habt ihr es leichter als ich damals, als ich es gemacht habe. Ich musste tatsächlich nach jeder Koordinate oder spätestens nach jeder zweiten das System wechseln. Die ganze Warperei konnte ich mir sparen und könnt ihr euch jetzt auch sparen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausbauen eures Anzugs und wünsche euch bis zum nächsten Video eine gute Reise. Macht es gut. Tschüssi. Oh.